Viele Benutzer unter Ihnen haben den Wunsch uns zugetragen, damit erstellte Gutscheine nicht auszahlbar sind. Dies haben wir realisiert. Über die Toolbox hätten Sie die Möglichkeit, generell, wenn Sie das wollen, Gutscheine oder erstellte Gutscheine auszuzahlen. Da dieser Button ausgegraut, also disabled ist, steht auch in der Toolbox oder in dem Tooltip steht hier erstellte Gutscheine auszahlen ausgeschaltet. Das ist eine Information für Sie, damit Sie wissen, aha, in den Systemeinstellungen, in der Karteikarte Verkauf oder Leistungsmerkmale können Sie generell dem System oder Wabi Profi 3 mitteilen, ob Gutscheinauszahlungen möglich sein sollen. Wenn ich das Häkchen aktiviere, komme ich nun auf den Button Gutschein auszahlen. Okay. Hier sehen Sie die von Ihnen erstellten Gutscheine mit den jeweiligen Beträgen. Nun könnten Sie hergehen und könnten sagen, ich will diesen Gutschein dem Kunden ausbezahlen, warum auch immer. Sie klicken einfach auf Gutschein auszahlen und bestätigen die Abfrage, ob der Gutschein ausbezahlt werden soll, ja oder nein. Also mit ja oder nein. Ich sage in dem Fall ja, den Gutschein will ich ausbezahlen. Und wenn wir uns jetzt die Bonkopien ansehen, dass wir hier eine Gutscheinauszahlung mit der Nummer 2 haben, in Höhe von 50 Euro, negativ, also minus 50 Euro. Ja, und dann haben Sie einen Gutschein ausbezahlt. Eine kleine Besonderheit, die wir auch beim Gutschein erstellen erläutert haben, ist die Situation, dass wenn ein Gutschein per Rechnung erstellt wurde, das heißt, ein Kunde hat bei Ihnen angerufen und hat gesagt, ich brauche für meine Schwägerin, Beispiel, einen Gutschein, komme aber erst in 3 Wochen bei dir vorbei, in Höhe von 50 oder 100 Euro, stell mir den bitte aus. Dann können Sie an die Gutscheingenerierung sagen, ich will es per Rechnung haben, auf einen definierten Empfänger, sprich einen Kunden. Und dann haben Sie eine Rechnung erstellt. Diese Rechnung muss bezahlt sein, damit der Gutschein eingelöst oder auch ausbezahlt werden kann. In unserem Beispiel haben wir hier einen Gutschein in Höhe von 100 Euro erstellt. Wenn wir nun sagen, Gutschein auszahlen, dann sagt Wabi Profi 3, das geht ja gar nicht, weil das ist ein Rechnungsgutschein gewesen, der noch nicht bezahlt ist. Somit ist der Gutschein noch nicht aktiviert. Und wenn er nicht aktiviert ist, kann er also weder eingelöst noch ausbezahlt werden. Ja, das war's schon mit der Gutscheinauszahlung.